Hallo und herzlich willkommen beim Podcast wieder hier und auf YouTube. Ich freue mich mega, einen wunderbaren Gast heute dabei zu haben. Die liebe Julia Bailan ist heute dabei. Und Julia und ich haben uns über Facebook kennengelernt und wir haben da aufeinander aufmerksam geworden, haben dort dann geschrieben. Und dann kam raus, was Julia so macht. Und dann habe ich gesagt, das ist perfekt für den Podcast und perfekt für YouTube, weil es einfach super spannend ist, was sie macht und ihre Geschichte. Und deshalb will ich jetzt auch gar nicht weiter reden. Herzlich willkommen, Julia. Mega, mega, dass du dabei Ja, bist. hi. Danke, dass ich hier sein darf. Bin ja immer offen für alles, ja, aber das macht mich ja als Networkerin halt auch aus, ne? Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. Erzähl mal, wer du bist. Was machst du? Woher kommst du? Was ist so deine Geschichte? Ja, ich bin Julia Beiland, Mama von zwei wundervollen Kindern, Nela und Bela, damit man sich so gut merken kann. Ja, und ich bin eigentlich Medienwissenschaftlerin. Also ich habe eigentlich Medienwissenschaften, Germanistik und Philosophie an der Universität in Bonn studiert. Ich wollte immer Moderatorin werden beim großen Fernsehsender hier im Rheinland, vielleicht weißt du, welchen ich meine, und habe dort in der Redaktion gearbeitet und mein großer Traum war es, wirklich immer vor der Kamera zu sprechen. Aber dann kam mir ein Schicksalsschlag dazwischen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Schlag, weil ich wurde nachts 2010 auf offener Straße von drei Männern grundlos zusammengeschlagen und habe dann eine Gesichtslähmung bekommen, schwersten Grades. Also ich sah ganz entstellt aus, ich konnte noch nicht mal mehr mein Auge zwinkern, ich konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr Nahrung zu mir nehmen, musste immer so durch so eine kleine Lücke hier über den Strohhalm Flüssignahrung zu mir nehmen. Also ich sah ganz schlimm aus und konnte, wie gesagt, nicht mehr sprechen. Und damit war natürlich der Karrierewunsch und alles, worauf ich hingearbeitet habe, mehrere Jahre von heute auf morgen, mit einem Schlag wörtlich vorbei. Ja, und ich bin dann mit meinem damaligen Bewusstsein, da die Ärzte mir auch eine knallharte Diagnose gestellt haben, dass es für immer so bleiben würde, weil mein Nerv komplett tot wäre, ja, also kein Elektroimpuls mehr zu messen sei, in eine depressive Phase verfallen. Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen, ins Jugendzimmer, habe nur noch im abgedunkelten Zimmer gesessen, bin nicht mehr rausgegangen. Ja, und dann nach 2 Jahren Krankengeld rutscht man ja automatisch in die Arbeitslosigkeit hinein. Ja, dann saß ich da, arbeitslos, kein Geld mehr, pleite, gebrochen und ich sah aus wie ein Monster, was nicht mehr sprechen konnte. Und dann kam ich wirklich an so einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir gesagt habe, okay, Julia, so willst du nicht weiterleben. Siehst aus wie ein Monster, was nicht mehr sprechen kann. Entweder bereitest du dem Ganzen ein Ende oder aber du triffst jetzt hier eine Entscheidung und kämpfst dich zurück ins Leben, mobilisierst alle Kräfte und ich habe mich fürs Leben entschieden. Ja, und wenn man so eine Entscheidung trifft fürs Leben, fürs Positive, dann zieht man auch wieder Positives an. Und so war es dann bei mir auch. Ich habe dann relativ schnell meinen heutigen Mann kennengelernt, den Sally. Und der Dulle, der hat mir schon nach 7 Tagen einen Heiratsantrag gemacht. Also wir kannten uns überhaupt gar nicht. Ich Krass. genauso Dulle, habe auch ja gesagt. Das ist im Grunde dasselbe, ja. Und dann, ja, guck, da kommt auch schon mein kleiner Sohn. Was? Ja, Schatzi. Ja. So geht's mit Kindern, aber so ist es halt, ja. Ja, Genau. Und wunderschön, er hat mir ja. dann nach 7 Tagen, wie gesagt, einen Heiratsantrag gemacht. Meine Eltern fanden das ganz schlimm. Seine Eltern waren auch not amused. Und weil das hier keiner gut fand, sind wir dann nach Las Vegas geflogen. Ich habe mein Hochzeitskleid hier gekauft, bin mit und habe dann in Las Vegas meinen Mann geheiratet vor Elvis, ganz alleine. Und ich war dann auch schon relativ schnell schwanger geworden. Und dann haben wir zwei uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt beruflich? Und mir hat immer schon die Idee gefallen, anderen Menschen zu helfen, sich wohl an ihrer Haut zu fühlen. Ja, habe ich mich ja noch gar nicht so wohl gefühlt, aber ich wollte anderen Menschen helfen, sich wieder wohler zu fühlen oder sich generell wohler zu fühlen. Und dann, Moment, kann ich mal ganz kurz, Moment, ich muss einmal kurz, komm, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Das ist einer hier, mein kleiner Bela. Aber wir können ja von zu Hi. Hause aus arbeiten als Networker. Ich bringe ihn aber mal ganz kurz vorbei. Ja, schön. Mama, ich komme mit Und die Schwester kümmert sich, ne? Ja, der Bruni, der holt den. Okay? Aua, Oh, langsam, Bela. Machst du den mit Bruni? Okay. So, mein Mann ist auf der Arbeit im Salon und meine Tochter, die kümmert sich jetzt. Genau. So, sehr wir haben dann schön. halt, genau, meine Tochter, die war dann schon in meinem Bauch drin, ja. Also ich war dann relativ schnell schwanger geworden. Und wir haben dann, wie gesagt, überlegt, was machen wir beruflich? Und mein Mann, der war Friseurmeister im Angestelltenverhältnis und der hatte keine Lust mehr. Das muss man sich immer mal überlegen, was das bedeutet. Ja, als Angestellter, als Friseurmeister verdienst du halt den Mindestlohn. Das heißt, du bist deinem Chef, egal was du machst, egal wie sehr du dich anstrengst, nur das Mindeste wert. Und ja, er hatte keine Lust mehr für die Ziele, Träume und Visionen seines Chefs zu arbeiten, sondern wollte wirklich seine eigenen Träume verwirklichen im Leben. Also haben wir uns da in dem Punkt zusammengetan und haben einen Beauty-Salon aufgemacht.
Wir haben uns selbstständig gemacht, beste Entscheidung meines Lebens, der eigene Chef zu sein. Ich bin eh kein Angestellten-Typ. Ne, also ich bin sehr, sehr gerne selbstbestimmt und sehr freiheitsliebender Mensch. Ja, und wir haben uns dann hochgearbeitet. Ich war sehr, sehr fleißig. Ich habe dann in meinem Beauty-Salon gesessen, hochschwanger, und habe dann so gedacht, okay, was machst du jetzt, dass das so ans Laufen kommt? Und habe dann erstmal da gesessen und es kam niemand. Das sage ich auch immer meinen Teammitgliedern. Ja, wenn die sagen, ja, aber ich habe doch schon einen Post gemacht, es kommt keine Reaktion, ja. Sage ich, ja, Leute, ich habe erstmal Wochen in meinem Beauty-Salon gesessen und gewartet, 8 Stunden da gesessen, hochschwanger, es kam niemand, und am nächsten Tag saß ich wieder da. Mama, ich habe keine Mama. Ja, dann mach sie. Ach so, nee, wir haben keine mehr. Ja, da kümmerst du dich jetzt. Ja, ich kümmere mich erst einfach reingefahren. So, hab dann da gesessen und hab dann wirklich gedacht, so, was machst du jetzt? Dann habe ich so gesagt, okay, Plan, du Review, musst nochmal umdenken, kommt keiner von selber, ne? So. Und dann bin ich raus auf die Straße, hab Flyer verteilt und ja, dann kamen schon mal die ersten Leute, ne? Und dann irgendwann haben die Termine gemacht und dann dachte ich mir, nee, aber ist immer noch nicht, ja? Also so kannst du hier dein Kind auch nicht versorgen. Und dann habe ich gedacht, okay, musst du bei Social Media Fuß fassen. Ne? Das war vor fast 10 Jahren. Ne? Und ich habe ja auch noch meine Gesichtslähmung gehabt. Also ich habe mich noch sehr geschämt zu sprechen. Ich habe dann tatsächlich meine ersten Stories gemacht, sowohl bei Facebook und dann auch bei Instagram später, mit vorgehaltener Hand vor dem Mund. Ja? Also wenn meine Teammitglieder sagen, ich traue mich aber nicht, sage ich, hör mal. Ich habe mit einer ganz großen Entstellung im Gesicht angefangen, Stories zu sprechen. Und irgendwann haben meine Follower halt zu mir gesagt, Julia, nimm doch mal die Hand vom Mund weg. Ja. Und dann habe ich die Hand vom Mund weggenommen. Dann habe ich am Anfang nur mit der gesunden Seite mich gezeigt. Und dann haben meine Follower, und es wurden dann immer mehr, und auch gerade mit der Geschichte wurden es immer mehr Follower, habe ich gesagt, ja, dann, okay, dann probiere ich mal und drehe mich nach vorne, so dank der Ermutigung meiner Follower. Ja, und dann haben meine Follower mich also auch begleitet. Ja, und mittlerweile habe ich auch dann über 30.000 Follower bei Instagram mir aufgebaut gehabt. Und somit war dann auch die Möglichkeit gegeben, dass ich meine Behandlungen bei Instagram oder bei Facebook zeige. Ja, und somit bin ich sehr, sehr erfolgreich in meinem Beauty-Business geworden, wurde sehr bekannt. Die Leute sind aus dem Ausland eingeflogen zu unseren Beauty-Behandlungen. Ich wurde zur Selfmade-Millionärin, also wir haben uns zur Selfmade-Millionärin hochgearbeitet mit unserem Beauty-Salon. Ja, und dann zur Blütezeit, lief richtig super. Wir haben gerade einen Kredit aufgenommen, um ein großes Haus zu bauen, mit Salon integriert, weil mir hat immer schon die Idee gefallen, Familie und Beruf noch besser unter einen Hut zu bekommen. Also bauen wir jetzt Salon und Privatbereich in einem Gebäude. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich im Network Marketing landen werde, wo es ja hier so einfach ist, Familie und Job unter einen Hut zu kriegen. Ja, und dann wieder zur Blütezeit kam wieder ein Schicksalsschlag, ein weltweiter Schicksalsschlag. Ja, die Pandemie, ne, wie du kennst, und war von heute auf morgen, war die Tür zu, aus dem Haus, vorbei. Ja. Und mein Mann arbeitet dort, ich arbeite dort, wir haben keine Mitarbeiter, also er hat kein Einkommen gehabt, ich habe kein Einkommen gehabt, das ging 8 Monate so, haben aber eine Familie zu ernähren und vor allen Dingen fing gerade berechnenderweise der Kredit anzulaufen. Ja, der läuft ja knallhart. So, und ich stand auf der Baustelle, als wäre es gestern gewesen, ich erinnere mich noch genau, und habe so die ersten Steine hochgezogen gesehen und dachte mir so, okay, wow, jetzt ist schon wieder, was du dir alles aufgebaut hast, über die Jahre wieder ein zweites Mal gefährdet. Von heute auf morgen. Dasselbe. Wieder mit einem Wisch, mit einem Schlag sozusagen wieder alles gefährdet. Aber ich bin ruhiger geblieben, mehr im Vertrauen, weil ich aus dem ersten Mal ja die Erfahrung machen konnte, dass alles wieder gut geworden ist. Ja? Bin also nicht in ein depressives Loch gefallen, sondern habe wirklich nach oben meine Gebete geschickt und ich wurde erhört. Diesmal kam kein Mann in mein Leben, sondern eine Frau, meine heutige Mentorin. Ja. Und die Lisa, die kenne ich schon seit vielen Jahren, seit 17, 18 Jahren. Die wohnen hier sehr ländlich, kommen aus einer ländlichen Region. Und da kennt man sich einfach und die kommt hier aus dem Nachbardorf. Und ich hatte sie immer in Erinnerung mit ganz vielen Hautunreinheiten, mit Pigmentstörungen. Also hat wirklich alles mitgenommen im Gesicht, so was man so mitnehmen kann. Und auf einmal stand sie vor mir mit dem schönsten, glattesten Hautbild, ohne Hautunreinheiten, was ich je gesehen habe. Und ich habe richtig gestaunt und habe sie gefragt, was sie gemacht hat. Ja? Und dann hat sie gesagt, ja, sie würde eine bestimmte Kosmetikfirma benutzen seit einem halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, das Konzept musst du mir vorstellen. Und als sie mir das Konzept vorgestellt hat, denn bei der Company, mit der ich zusammenarbeite, da wird sehr viel auf Natur, Nachhaltigkeit geachtet. Da war ich hin und weg. Und ich war wieder schockverliebt. Und du weißt ja, wenn ich schockverliebt bin, bin ich auch eine Schnelle. Und ich habe wieder direkt ja gesagt. Direkt geheiratet wieder. Ja, bin sehr intuitiver Mensch. Also wenn das Bauchgefühl stimmt, dann weiß ich, ja, das ist es. Und vor allen Dingen wusste ich auch, ja, dass ich erhört wurde, so, dass, ne, also mir wurde tatsächlich eine Chance gegeben, einfach in der Notlage wieder, ne, wie beim ersten Mal ja auch schon mal.
Und ich habe die Chance erkannt. Man muss die Chance ja nun mal erkennen. Da hapert es bei vielen ja schon. Und da muss man halt auch was aus der Chance machen. Und ich habe dann Vollgas gegeben und in der Rekordzeit meiner Company in 9,5 Monaten die oberste Zielstufe, den höchsten Rank erreicht, was bis dato so in der Form mit dem neuen Vergütungsplan noch keiner erreicht hatte. Ja, bin jetzt auch stabil in der höchsten Zielstufe, im Inner Circle, wie das bei uns genannt wird. Ja, und habe da wirklich Network-Marketing-Geschichte geschrieben, kann man so sagen. Ja, mit einem großen Warum natürlich. Ich habe die Existenz meiner Familie gerettet. Ich wollte auch den Traum vom Haus nicht aufgeben. Und ich habe mir dadurch noch einen weiteren Traum erfüllt, weil ich lese jetzt nicht vom Teleprompter ab, sondern ich darf meine eigene Geschichte auf den Bühnen Europas erzählen. Ja, um anderen Menschen Mut zu machen, dass sie wirklich alles schaffen können, wenn sie was dafür tun und wenn sie die Chancen erkennen und sich nicht selber Grenzen setzen, weil das ist die einzige Grenze ist, die man sich selber setzt. Ja, und dann ist man unstoppable. Und dafür bin ich ein guter Beweis, ein gutes Beispiel. Und das trage ich jetzt so in die Welt hinaus. Und ja, das macht mich richtig glücklich. Mega. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für deine Geschichte. Und vielen Dank auch für deine Entscheidungen. Weil wenn du eine Entscheidung schon anders getroffen hättest, du hattest von einer ganz großen Entscheidung, von der größten Entscheidung wahrscheinlich deines Lebens zuerst mal gesprochen, wo manch einer vielleicht sagen würde, jetzt die Hochzeit nach 7 Tagen. Aber ich meine das vorher, die Entscheidung zu leben. Ja. Ja, und das ist was, wo viele Menschen sich ja anders entscheiden, was auch okay ist, weil jeder kann sich in meiner Welt, sollte sich frei entscheiden dürfen. Und wenn die Entscheidung eben bedeutet, ich will nicht mehr leben, dann ist das in Ordnung. Das ist nur schade, weil eben das Leben viel zu bieten hat. Und deswegen finde ich das spannend, wenn Menschen so am Limit sind. Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich über ihr Äußeres auch definieren. Und wenn man sich dann vorstellt, eine Lähmung im Gesicht zu haben und entstellt erstmal zu sein, dann daraus, da wieder rauszukommen, sich da rauszuarbeiten, eben eine Entscheidung zu treffen, das ist was Wunderbares. Und deswegen an der Stelle, ja, richtig, richtig cool. Gab es da irgendwas, was dir geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen? Ja, das Leben war ja einfach vorher auch zu schön. Ich wollte einfach nicht dran glauben, dass es hier schon zu Ende sein soll. Ja? Ich wollte auch der Diagnose nicht glauben, der Ärzte. Ne? Ich habe gedacht, okay, die vertun sich halt. Ne? Also die haben ja knallhart gesagt, es bleibt so, der Nerv ist tot. Das ist wie wenn man jemandem sagt, du bist querschnittsgelähmt. Ich habe sogar eine in meinem Team, der haben sie gesagt, die ist querschnittsgelähmt, du wirst nie wieder laufen können. Du wirst immer im Rollstuhl sitzen, die läuft wieder. Ja, vielleicht, also das ist auch eine krasse Geschichte. Ja? Das hat sich jetzt so auch in meinem Team sogar nochmal gespiegelt, ja, so Geschichten. Finde ich total spannend. Ja? Sieht man ja dann auch an, so Menschen, ne? So Geschichten. Also so Fehldiagnosen, ich habe da einfach gesagt, wenn du so eine Diagnose nicht so annimmst und sagst, nö, ich habe Selbstheilungskräfte und mein Wille, der ist so stark und ich habe so einen krassen Willen, ja, bei mir ist es wirklich so, was ich mir in den Kopf setze, das ist dann auch so. Ich habe mir zum Beispiel an den Kopf gesetzt, unter einem Jahr 5-stellig im Monat zu verdienen, weil ich es einfach musste, um meine Existenz zu sichern. Ja, also für mich gab es nur diese höchste Zielstufe, den höchsten Rank, ja, innerhalb eines Jahres, was total, wo die Leute gesagt haben, bist du krank im Kopf? Also, ne, bist du größenwahnsinnig? Ich so, nee, ich mach das, ja, und ich hab's ja auch gemacht, ja. Also, ne, das ist so, ich habe einen starken Willen und dann, natürlich reicht das nicht aus. Man muss natürlich auch was dafür tun, das ist logisch, richtig, ja. Du kannst dir manifestieren, was du willst, wenn du da nichts dafür tust und den Hintern nicht hochkriegst. Wenn du da den schönen Körper auf deinem Vision Board hast und den jeden Tag anguckst und sagst, ja, schön, wunderbar. Aber wenn du dann auf der Couch sitzt mit den Chips, dann klappt es auch nicht. Ne? Also muss ja dann auch noch einiges dafür tun. Und das kann ich halt auch. Ich bin sehr fleißig, sehr ehrgeizig. Und ja, dann hat es gepasst. Ne? Geil, ja. Das ist auch noch ein sehr schönes Stichwort. Auch das Thema Chancen gegeben zu bekommen. Und diese Chancen dann auch zu nutzen. Teddy, ob das ein Name ist? Das ist ein Junge, Schatz. Gut, dann kann er nur so heißen. So, jetzt aber nochmal, ne? Mit der Nela spielen. Okay? Kann ich immer noch mit der Uno spielen? Ja, dann nochmal Uno. Weißt du, wo die Uno-Karten sind? Ja. Gut, okay. Sehr schön. Das finde ich auch toll, ja, das so zu integrieren. Auch da alles nebenbei. Genau, alles so nebenbei. Zu kommen. Alles mit, ja. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Vorher nochmal das Thema, eine Chance zu nutzen, ja, weil du hast es auch angesprochen, Chancen zu bekommen, Chancen dann aber auch erstmal zu erkennen, weil viele Menschen erkennen ja gar nicht, dass sie gerade eine Chance vor sich haben.
Und dass sie gerade eine Möglichkeit geschenkt bekommen haben. Es gibt ja immer wieder Leute, die, ob das Network Marketing ist, ob das ein Coaching ist, ob das ein neues Jobangebot ist, ob das ein Partner, ein potenzieller Lebenspartner ist, den man kennenlernt. Und da ganz oft das gar nicht zu sehen, sondern ganz oft in der Bubble, in dieser eigenen Bubble zu bleiben. Ja, mein Leben ist so schlimm und bei mir läuft halt einfach nichts und du hast es ja gut und bei dir ist es ja einfach und bei dir hat sich das einfach so ergeben. Und das ist ja genau das. Es ergibt sich nichts von einfach. Nee, das sind alles Entscheidungen, ne? Ja. Genau. Es ergibt sich auf der einen Seite nichts so einfach und auf der anderen Seite alles so einfach, weil es kommt für jeden kommen solche Chancen. Und dann gibt es wieder andere, die würden sagen, ja, aber bei mir ist es doch. Und deswegen finde ich es so schön, auch eben Menschen zu sprechen wie jetzt mit dir, wo ein Schicksalsschlag da ist, der einfach für viele das Ende bedeutet hätte. Ja. Weil viele sich dann anders entscheiden würden. Eine große Inspiration für mich, ich weiß nicht, ob der was sagt, Rüdiger Böhm. Schon gehört, ja. Rüdiger Böhm zum Beispiel ist auch ein größerer Speaker. Und er hat zum Beispiel mit 27, er war sehr extrem sportlich unterwegs. Und kurz vor seinem 27. Geburtstag wurde er von einem LKW erfasst auf der Straße mit dem Fahrrad. Und der LKW ist über beide Beine drüber gefahren, also keine Beine mehr. Sein Lean-Programm, sein eines heißt No Legs, No Limits, auch sein Buch, weil er einfach sagt, es ist doch scheißegal, so nach dem Motto, ich darf leben, wie geil ist das denn? Und er fährt jetzt Wasserski, Ski und so weiter und so fort ohne Beine. Das heißt, er ist dann halt festgeschnallt und sowas, aber fährt besser Ski als ich auf jeden Fall und, und als viele andere Menschen besser Ski ohne Beine, wo man sagt, das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung fürs Ski. Also es gibt so viele Beispiele, wo Menschen auch auf Bühnen sind, die vielleicht nicht richtig sprechen können oder die eben eine Lähmung haben oder was anderes. Und das finde ich das Spannende, dass es Menschen gibt, die finden so schnell Ausreden für irgendwas. Ja, und ja, man legt halt die Opferhaltung ein. Ne? Genau, ganz genau. Aber wir sind der Schöpfer unseres Lebens. Ja. Und das finde ich so spannend. Und deswegen lass uns auch genau darauf mal zurückkommen, wieso du als Mutter, wo du ja zwei wundervolle Gründe hättest, nichts zu arbeiten und zu sagen, ich kann gar nicht, weil ich muss ja. Wie kommt's, dass du die Frechheit besitzt, auch noch so ein erfolgreiches Business aufzubauen? Ja, viele, also das ist ja so ein Einwand, der dann heißt, ne, wenn Mamis sagen, ich hab keine Zeit, ich kann das nicht machen, ich habe Kinder. Und ich sage dann aber, ja, weil ich Kinder habe, mache ich das. Weil ich habe jetzt mir was aufgebaut und ich habe jetzt das große Vergnügen, einfach mal zu sagen, meine Tochter hat jetzt schon Ferien, ich habe 6 Wochen jetzt meinen Salon zu. Also ich jetzt, mein Mann ist jetzt noch da, aber ich gehe jetzt 6 Wochen einfach mal nicht dorthin. Ja? Ich habe mir das jetzt so eingeplant, ich kann mir das jetzt finanziell erlauben, ich habe ein passives Einkommen mir ja aufgebaut und somit kann ich Zeit mit der Familie verbringen. Und das ist es nämlich. Geld ist das Mittel, ne? Und Freiheit und Zeit ist das, worauf es hinausläuft und worauf ich hingearbeitet habe. Und das ist halt einfach wirklich ein pures Lebensglück, einfach Zeit zu haben, für sich selber, mehr für die Familie, ja, und das ist doch was Wunderbares. Und das ist ja ein passives, wie soll ich sagen, eine flexible Variante, ja, man kann sich die Zeit frei einteilen. Ich arbeite sehr oft nachts, also sehr oft, wenn meine Kinder im Bett sind, so ab 20 Uhr, da lege ich so richtig los, ja. Das ist doch super, ne. Also viele müssen erstmal sich um die Betreuung kümmern, dann müssen sie zur Arbeit fahren, dann sind sie ganz viele Stunden weg, dann kommen sie wieder nach Hause, ja. Ich kann alles von zu Hause aus machen. Ja. Es ist auch spannend, dass einige Selbstständige, die mit System vorgehen, entweder die in einem Strukturvertrieb, Multilevel-Marketing oder sowas sind, oder die das irgendwie eine andere Form von Mentoring haben und dadurch Systeme haben, dass sie auch nicht so abhängig sind von ihrer Zeit, zum Beispiel mittags oder nachmittags arbeiten zu müssen, da sich lösen zu können, um dann mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Für viele ist ja eine Selbstständigkeit so dieses, ja, dann bin ich aber selbstständig, dann muss ich ja die ganze Zeit und dann habe ich ja gar keine Zeit mehr für die Familie. Das ist ja ein Trugschluss, weil wir teilweise sogar, wenn wir das möchten, teilweise sogar mehr Zeit haben oder zumindest viel mehr Flexibilität. Selbst eine 50-Stunden-Woche kann ja so eingeteilt sein, wie du es jetzt auch sagst, dass du tendenziell dann einige Stunden eher abends machst. Und wenn du von 20 bis 23 Uhr zum Beispiel noch machst und machst das jeden Tag, dann sind es ja allein auch schon 21 Stunden pro Woche. Ich schaue halt seit 10 Jahren kein Fernsehen mehr. Ja? Also das ist halt, andere setzen sich vor die Couch und gucken Netflix. Gibt es bei mir nicht seit 10 Jahren. Ne? Wo ich sage, was auch okay ist, wenn das jemand möchte, auch da wieder sich, weil da ist ja auch die Freiheit dafür da. Auch das kann ja gemacht werden, wenn man da Lust drauf hat. Und wenn jemand wenn super möchte,
ich bin selber gern ein Filmschauer oder ich schaue super gern Serien. Ich schaue es nur nicht in der Masse, wie viele andere es schauen, sondern halt dann einfach zwischendurch, wenn es mal passt und dann mal mit meiner Partnerin eine Stunde oder sowas. Und dann ist es natürlich auf einmal was ganz anderes. Und deswegen auch da diese Freiheit im Leben zu haben, alles entscheiden zu können. Wenn wir das einmal verstanden haben, egal was uns widerfährt, egal was uns passiert, wir entscheiden ja, wie wir darauf reagieren. Selbst so ein Schicksalsschlag, wie er dir jetzt widerfahren ist, ist die freie Entscheidung, wie wir damit umgehen. Ja, wenn man da versteht, dass man wirklich nicht Opfer ist, sondern dass es auch dazugehört im Leben, weil ich bin dankbar für die Situation, die kreiert wurde. Mittlerweile kann ich sogar sagen, Dankeschön, dass es passiert ist. Da muss man auch erstmal hinkommen, ja. Von diesem Opfer, ne, von dieser Opferhaltung, die ich ja damals auch noch hatte. Ich bin ja ein depressives Loch gerutscht. 10 Jahre später, rückblickend, wo ich sage, das musste einfach passieren. Sonst wäre ich erstens noch in der Medienwelt, ich wäre gar nicht da rausgekommen, sonst wäre ich einfach jetzt nicht da, wo ich bin. Ich hätte meinen Mann nicht kennengelernt, ich hätte meine Kinder nicht. Na, das musste ja so sein, das war mein Lebensweg. Und wenn man jetzt mal so dieses Puzzleteil sich anschaut, ganz spannend, wie das Universum das so macht. Ich habe ja in der Medienbranche gearbeitet, also im Marketing, ja, auch studiert, Marketing. Dann in der Kosmetikbranche Fuß gefasst und jetzt bin ich Führungskraft im Empfehlungsmarketing für Kosmetik. Ja, also das ist ja krass, oder? Das ist ja, hat ja alles aufeinander aufgebaut quasi. Zwar immer mit harten Schlägen dann rein, ne, um nochmal so einen neuen Wechsel halt wirklich anzufangen, ne, der ohne nicht passiert wäre wahrscheinlich. Ja, also es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Absolut. Und das ist auch eine spannende Sicht. Und das ist genau das, was zum Beispiel auch Rüdiger Böhm oder viele andere, denen schwere Schicksalsschläge widerfahren sind und die daraus was aufgebaut haben, sagen, wo es auch ein schönes Zitat von Francis Bacon für gibt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ja. Und für mich fängt ganz viel mit der Dankbarkeit an. Dankbar zu sein für das, was man geschenkt bekommen hat. Dankbar für die Chancen, die wir mit der Situation wieder neue Möglichkeiten bekommen haben. Wenn wir das verstehen, dann entsteht ja was ganz anderes als dieses, oh, warum passiert mir das und oh nein. Ja. Und da werden wir nie eine Antwort drauf finden auf diese Frage, warum passiert mir das jetzt? Weil es so sein muss. Genau, außer natürlich eben sowas, weil es so sein muss oder weil du dir selbst ins Leben gezogen hast durch gewisse Dinge vorher und ja, oder weil die Seele die Aufgabe hat, diese Erfahrung zu machen. So Begründungen, ja, aber so eine wirklich rationale Antwort gibt es auf die Frage, warum das passiert. Nee, aber da sind ja viel zu sehr im Kopf, ja? Genau. Ja. Auch bei Entscheidungen, ne? Sind sie viel zu sehr im Kopf, zerdenken alles, du kannst alles zerdenken. Ne? Wie triffst du Entscheidungen? Aus dem Bauch heraus. Also so eine schnelle Entscheidung kannst du gar nicht vom Verstand her. Ein Verstand möchte ja erstmal auf Erfahrungen zurückgreifen, dann musst du alles analysieren, dann möchte der sich noch informieren, ja? Oh je, aber dann, du kannst dich ja wirklich zerdenken. Nee, ich mache das aus dem Bauch heraus. War ja bei meiner Hochzeit so, also bei meiner, ne, als ich meinen Mann kennengelernt habe, als er mich gefragt hat, habe ich direkt ja gesagt, aus dem Bauch heraus. Ich kannte den Mann ja gar nicht, ne? So, aus dem Bauch heraus und alles aus dem Bauch heraus. Als ich hier mit dem Network Marketing konfrontiert wurde, das war auch ein Bauchgefühl, wo ich sage, yes, das ist es, ne? Das wurde mir wirklich gegeben von da oben und da war ich auch direkt dankbar und habe gesagt, ja, danke schön für die Chance, ne? Ich habe gesagt, danke für die Chance. Und Dankbarkeit bedeutet halt auch, dass ich sie nutzen werde. Ne? Sonst ist es ja undankbar, wenn du die Chance kriegst und du nutzt sie dann nicht. Mhm. Absolut, ja, absolut, genau. Und das ist ja was auch wieder viel passiert. Thema Ziele im Leben, du hattest jetzt vorhin angesprochen, dass du dir direkt das Ziel gesetzt hast. Ich muss auf jeden Fall ja diese Geschwindigkeit haben. Ich muss diesen Weg jetzt ja gehen. Und da nochmal reinzugehen. Was hast du jetzt für Ziele? Was sind jetzt deine Ziele im Leben? Ich gehe mal davon aus, du wirst weiterhin Ziele haben. Ja, habe ich auch. Ja. Also mein Ziel ist es tatsächlich mein Hauptziel ist es tatsächlich, mehr zur Ruhe zu kommen. Aber da bin ich ja genau auf dem richtigen Weg, indem ich mir dieses passive Einkommen jetzt aufgebaut habe. Ja, das ist tatsächlich so. Da sehnt sich so meine Seele schon nach. Auch wenn man es jetzt nicht so meint, weil ich sehr aktiv bin, aber so im Grunde sehnt sich meine Seele schon nach Ruhe. Aber wie gesagt, darauf arbeite ich ja hin. Mein großes Ziel ist es, noch einen Zweitwohnsitz irgendwo am See in den Bergen zu haben. Ne? Aber da muss man ja auch drauf hinarbeiten. Dann kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ja? Das darf man ja, ne? Geht ja nicht hier so zack und dann hast du so deine Ziele wieder erfüllt. Auch dieser Wunsch nach dieser Ruhe mehr, den erarbeite ich mir jetzt. Ne? Wiederum. Und ich bin ja gerade noch im Hausbau. Das ist ein sehr großes Haus. Und ja, da haben auch alle gesagt, Julia, auf gar keinen Fall, das wirst du niemals bauen können. Da kriegst du niemals eine Baugenehmigung für. Wir haben auch 2 Jahre lang schon gekämpft um die Baugenehmigung.
weil ich diese hohen Ziele habe, weil die auch wieder gesagt haben, das geht nicht, das ist viel zu groß, das ist viel zu modern, das Haus, das wird niemals akzeptiert werden, ja, so, und jetzt haben wir es aber doch durchbekommen. Also ich denke immer sehr, sehr groß, immer. Und ich, das ist das Krasse, und dann erreicht man das aber auch, ja, also dieses große, große, große Denken, das hatte ich schon immer. Und ja, dieser Zweitwohnsitz irgendwo, wo es ganz ruhig ist, wo man sehr für sich ist, sich so ein bisschen zurückziehen kann, das ist so jetzt mein nächstes Ziel, und sechsstellig im Monat mit meinem Network-Marketing zu verdienen auch. Geil. Bis wann? Nächstes Jahr. Geil, sehr cool, sehr cool. Finde ich mega. Und dein Salon, gibt es da noch Ziele? Den gibt es, ja, ich baue ja gerade ein großes Haus mit dem Salon drin. Der wird auch noch so weitergeführt tatsächlich. Also ist auch mein Baby, den würde ich jetzt auch so schnell nicht aufgeben. Allerdings mache ich sehr viel weniger, das muss man schon sagen. Also die Freiheit habe ich mir jetzt rausgenommen, ne? Vorher habe ich da auch 6 Tage die Woche gearbeitet. Das war so eine richtige Selbstständigkeit, ne? Selbst und ständig, ne? Kein Urlaub, weil da hast du ja Zeit gegen Geld getauscht und so. Und ich war jetzt das erste Mal im Urlaub vor kurzem 2 Wochen und dachte mir so, okay, wow, ich verdiene weiter, weil sonst hast du dich halt entschieden. Ja? Entweder verdienst du Geld in der Zeit oder ja, halt nicht und kannst halt mal entspannen. Ne? Und dann hast du dich halt meistens dafür entschieden, dass der Salon zu bleibt, weil wir hatten ja diesen Wunsch vom Haus, ne? Wir brauchten das Eigenkapital, eine sehr große Summe. Ja, da, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich in Urlaub fahren kann und es geht einfach komplett weiter. Ich verdiene mein Geld trotzdem. Ich kann arbeiten von wo ich will. Und es ist ein passives Einkommen mittlerweile ja schon geworden. Und das ist halt so ein geiles Gefühl. Ich muss mal genauso ausdrücken, wie es ist, ja. Das ist halt Hammer. Das ist halt die pure Freiheit, ja. Wie viele Leute hast du mittlerweile? Ich habe in meinem Team aktive Leute. Bei einer Company ist es so, dass inaktive Leute wieder in den Kundenstatus zurückgehen, dann nach einem halben Jahr 1.500. Geil. In 14 Ländern Europas, ja. Sehr cool, sehr cool. Also auch sehr international von der Sprache her dann. Ja. Was sprichst du für Sprachen? Englisch und Französisch. Ah ja, sehr cool. Mhm. Cool. Aber ja, spannend. Englisch auf Englisch. Nochmal? Wir haben meisten Leute auf Englisch ja abgetan, ne? Ja. Das finde ich auch wieder spannend, auch da wieder zu sehen, wo auch viele ja schnell wahrscheinlich Grenzen sehen würden und sagen, ja, das kann ich ja nicht machen, ich kann mein Geschäft ja nicht über den Dachraum erweitern, weil ich bin ja nur Deutsch und das geht ja nicht. Und dann wieder zu sagen, nee, ist doch Quatsch, warum denn nicht jemanden auch von wo ganz anders mit reinbeziehen? Ja. Von, was hast du da für Länder so mit dabei? Ost- und Westeuropa und Süden? Und Spanien, auch im Norden Schweden, Portugal, Belgien, also Benelux-Länder, was haben wir denn noch? Kroatien jetzt ganz neu, noch ganz, cool. ganz mit dabei. Ne? Also ja, drumherum, also mit Deutschland so. Ja, mega schön, ja. Und genau das eben, war jetzt auch gerade vor 2 Wochen im VIP-Coaching in Kroatien mit einem Kunden, wo wir dann auch eine 3-tägige Coaching-Reise machen, da dann die Konzepte nochmal überarbeitet haben. Und da war es auch wieder spannend zu sehen, wo man da denken könnte, okay, so oberflächlich betrachtet, wo viele ja sagen, so, ja gut, ostöstliche Länder oder sowas, die sind ja nicht so weit, oder nördliche Länder, die sind ja nicht so weit, und umgekehrt, wo die teilweise denken, wie weit Deutschland wäre, auch was Technologie oder so angeht, weil es Finnland etc., die sind ja, was Internetausbau und Technologie angeht, viel weiter als Deutschland. Ja. Und auch dort, da hat jeder hat Englisch gesprochen und das war ganz normal. Wenn wir in Deutschland sind, da sind ja teilweise immer noch in Hotels oder so manchmal dann Leute, die gerade jetzt am Wochenende waren wir im Speaker-Training in Bingen, hatte ich dir kurz vorhin noch erzählt. Genau. Und da waren auch von dem Hotel das Personal, waren einige, die haben kein Englisch gesprochen. Ja. Und das ist einfach noch normal und in anderen Ländern eben nicht. Und deswegen diese Möglichkeit, aus Deutschland was zu starten, was dann auch international werden kann, ist gigantisch, weil das Englisch einfach weltweit so stark schon vertreten ist. Dann noch Französisch. Franzosen sagt man ja auch so ein bisschen, sind Sprachverweigerer. Wenn man dann natürlich noch Französisch kann, ist dann noch umso besser. Ja. Da auch noch eine Connection reinzuhaben. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte halt mein Universitätsenglisch. Und ich habe lange Zeit auch nicht gar nicht gesprochen. Ne? Ich konnte sowieso nicht mehr sprechen. Dann denkst du ja auch nicht auf Englisch. Also ich hatte es schon etwas verlernt. Und dann habe ich aber ein Coaching auf Englisch gemacht, ein Jahrescoaching. Das war auf Englisch. Und am Anfang dachte ich so, sollst du das wirklich machen, ne? Ich habe natürlich auch den ersten Monat gar nichts verstanden. Da haben andere schon gesagt, nee, mache ich nicht, ich verstehe das ja nicht. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, aber ich will es ja verstehen. Und wie lernst du es halt, indem du es halt machst, ja? Ersten Monat gar nichts verstanden und jetzt mittlerweile verstehe ich wieder alles und kann es wieder super gut sprechen, ne? Aber da hätte es bei manchen ja auch schon wieder, da wäre es ja schon vorne vorbei gewesen wieder. Da zeigt sich noch wieder was sich jetzt auch bei dir durchgehend gezeigt hat, dass du dich immer wieder in Situationen reingebracht hast, wo es ja auch funktionieren muss. Mhm.
den Salon aufzubauen, zu sagen, ja, ich bin jetzt hochschwanger, ich habe jetzt einen Salon gegründet, der muss funktionieren. Gibt gar keine andere Option. Ja. Dann der Salon ist runter durch Corona quasi beendet, du darfst nichts mehr tun. Du hättest illegal werden müssen, um noch Geld zu verdienen, ja, dank den Entscheidungen und so weiter und der Pandemie. Und hast dich dann entschieden, ich muss jetzt was Neues aufbauen, wieder von Null starten. Mhm. Und es muss in dieser Zeit funktionieren, alles andere ist keine Option. Und sind einfach auch teilweise, und das zeigt sich bei ganz vielen erfolgreichen Menschen, durfte ich schon feststellen, diese Optionen sich zu nehmen. Mhm. Ja, ich sage aber, das Satz, Notwendige muss getan werden. Genau, und es gibt einen schönen Satz, Plan B killt Plan A. Wenn du immer einen Plan B in der B hast, dann wirst du bei Plan A nie voll all in gehen. Mhm. Und da so diese Möglichkeit oder diese Möglichkeit ein Stück weit auch wieder zu nehmen und zu sagen, nee, das ist jetzt mein Plan, der funktioniert, Punkt. Mhm. Das finde ich spannend. Ja. Dass du da die... Und dann funktioniert es auch, das ist ja das Lustige. Genau. Das ist, ne? Es funktioniert genau so. Geil, sehr cool. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt sagst, das willst du den Zuhörern auf jeden Fall noch mitgeben? Ja, also was ich auch ganz wichtig finde, ist auch so ein Thema von mir, ist, dass du immer so selbst, du selbst bleiben sollst, ja. Oftmals ist ja das Thema, was können andere Leute über mich denken? Und ich sage da ganz knallhart immer, es geht dich gar nichts an, was andere Leute über dich denken. Ja. Geht dich gar nichts an, ja. Da denke ich immer so, well, what? Ist ja voll der Mindchanger, ne? Also viele sagen ja so, es kann ja egal sein, was andere denken. Aber ich sage, nein, es geht dich gar nichts an. Das sind ja deren Gedanken, in deren Köpfen geht dich nichts an. Und es hat ja auch dann mit den Herausforderungen deren Leben zu tun. Ja, es sind ja deren Herausforderungen. Also lass deren Probleme nicht zu deinen werden. Und verstell dich vor allen Dingen nicht, sei wie du bist. Ne? Ich bin ja auch ein sehr auffälliger Typ. Ne? So, aber ich habe mich da auch nie verbiegen lassen, auch nie verstellt. Und das ist ja so, die Menschen kaufen ja nicht nur die Produkte, sondern die Menschen kaufen ja das Produkt hinter dem Produkt. Das bin ja ich. Ja, also da so authentisch wie möglich zu sein einfach, ne? Und seinen Weg zu gehen und gar nicht so viel nach links und rechts zu gucken, immer bei sich zu bleiben. Das gebe ich den Menschen, also meinem Team auf jeden Fall immer mit auf den Weg. Ja, geil. Das ist noch mega, mega wertvoll. Und noch als Ergänzung dazu auch, die meisten Menschen denken ja auch gar nicht so viel an dich oder an mich oder an irgendjemand anderen, sondern die meisten denken ja viel mehr an sich oder an den eigenen Partner und die Kinder oder sowas noch, aber ans eigene Leben eben. Und ob jetzt irgendjemand auf Social Media ein Live macht oder eine Story macht, das ist kurz mal Thema und danach ist es wieder weg. Ja, und dann glaubst du gedopst. Und dann einfach auch die Überlegung, okay, wem will ich denn überhaupt gefallen? Will ich mir selbst gefallen? Mhm. Will ich den Menschen gefallen, die mich auch interessieren? Oder will ich versuchen, jedem zu gefallen? Ja. Nur mir selber. Everybody's darling is everybody's deb. Ja, ich sage immer, people pleaser sind nicht so erfolgreich. Ja, genau. Es ist einfach so. Ja. Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Das Thema Bühnen Europas hast du angesprochen. Ja. Inwiefern? Magst du das noch? Ja, bei uns in großen Veranstaltungen. Ich werde natürlich sehr viel auch wie bei dir jetzt hier gefragt. Ich bin in Büchern vertreten. Ne? Also ich habe dann schon viele Anfragen bekommen, habe natürlich sehr viele Leute mitbekommen, wenn du in einer bekannten Company hier in Europa halt, ne, so schnell da ganz nach oben gehst, dann kommt dann halt schon viel auf einen zu. Also ich darf jetzt viele Podcasts sprechen, viele Bühnen Europas besuchen und dort vor Menschen dann auch sprechen, gerade auch in meiner Company natürlich. Ne? Das ist ja auch schon sehr groß jetzt mittlerweile gewachsen. Und da darf ich den Menschen halt Mut machen, auch gerade diejenigen, die noch ganz am Anfang stehen, ne, wirklich auch wieder jeden Tag eine Entscheidung zu treffen. Man trifft die Entscheidung auch nicht nur einmal. Ich sage immer, jeden Tag musst du die Entscheidung treffen. Mhm. Gerade in der Selbstständigkeit, ne, wieder die Zeit zu investieren, jeden Tag aufs Neue. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Ja, dann vielen, 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 vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die ganz schnell geht. Was bedeutet Freiheit für dich in einem Wort? Freiheit bedeutet für mich, so zu sein, wie man wirklich sein möchte. Mhm. Geil, sehr gut. Mhm. In allen Facetten dann. Ja. Ja, sehr schön. Geil. Danke dir. Dann vielen Dank euch auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ganz liebe Grüße nach Hause oder wo auch immer du jetzt gerade bist. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere das Ganze. Wir werden in die Shownotes auch noch die Sachen von Julia packen, Instagram etc. Sehr gerne. Verlinkst du mich? Folgen dürfen sie mir, ja, oder? Ganz genau, absolut, ja. Und dann könnt Beauty ihr da Juli können wir gerne folgen. Guckt mal ein bisschen bei mir, meine Geschichte. Könnt ihr auch dann natürlich, sieht man ja im Feed auch, ne? So diese Entstehungsgeschichte finde ich bei Social Media auch super, ne? Dass so ein Leben einfach nochmal so dokumentiert da, ne? Ich gucke ja selber immer gerne nochmal.
Ja, ja, geil. Fotos, ne? Ja. Das heißt, du hast deine alten Sachen dann auch ganz unten noch. Ja, drin. Ja, die ja. alten Sachen, wirklich Foto dann nur von rechts. Ne? Also das sieht man schon noch, so diese Entstehungsgeschichte, ja. Sehr mhm. schön, cool. Nice, dann letzte Worte. Ja, ich bedanke mich bei dir, denn ne, Dankbarkeit ist unser höchstes Gut. Das ist so. Sehr schön, danke dir auch. Dann bis bald, liebe Grüße nach Hause. Ciao. Mach's gut, tschüss.